Unwetter-Albtraum in Nordrhein-Westfalen. Eine Windhose fegt am Mittwochnachmittag durch die Hagener Innenstadt, richtet zahlreiche Schäden an. Mit bis zu 116 Stundenkilometern fegt der Sturm durch das Örtchen, hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Ja, ich habe an meinem Bürofenster gestanden und da ging das in 10 Sekunden, die Bäume sich geneigt und flogen die ganzen Äste durch die Gegend und so war es dann halt. Und habe ein fürchterlich lautes Regnen gehört und dann wurde alles ganz weiß, man hat kaum noch irgendwas gesehen. Den Regen hat man im Himmel gesehen, also unglaublich, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe gesehen, wie die Bäume hier fast waagerecht in der Luft gehangen haben und dann drehte der Wind auf einmal in die andere Richtung. Was das ist, weiß ich nicht, aber so einen starken Wind habe ich hier noch nie erlebt. Dachstühle werden aufgerissen, Bäume stürzen ein, Autos werden beschädigt. Das Kirchendach der Gemeinde wird durch die massive Kraft des Windes regelrecht geköpft. Menschen werden zum Glück nicht schwer verletzt. Es hat stark geregnet und dann hat es einen unheimlichen Knall gegeben. Da habe ich erst gedacht, es wäre ein Blitz. Und ein Donner. Und dann haben wir aus dem Fenster geguckt und haben das gesehen. Das ganze Kirchdach bis hier hingeflogen. Das sind bestimmt 50, 60 Meter. Die Dachziegel, die sind halt eben alle Richtung Traufkante, also Richtung der Regenrinnen gerutscht. Und es ist immer wieder möglich, dass jetzt noch Dachziegel oder Äste weiter herabfallen, die vielleicht umgeknickt sind oder irgendwo nicht sicher liegen und dann eben nach unten fallen und die Menschen hier verletzen. Und da versuchen wir jetzt gerade unser Nötigstes zu tun, dass das eben nicht passiert. Jetzt beginnen die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr ist mit vielen Kräften im Einsatz.